Ja, hallo ich mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play SimCity, wie immer auf Fränkisch und mit dem Konji. Hallo? Hallo? Willkommen in der Stadt der Obdachlosen. Diese kleinen gelben Symbole sind lauter Obdachlose. Warum auch immer die hier sind. So, jetzt muss ich ja alles nochmal erzählen, weil wir die letzte Aufnahme wegwerfen konnten. Danke, Konji. Gut gemacht, Konji. So. Weil ich kann. Weil du es kannst. Weil du es einfach kannst. Da hinten habe ich eine neue Stadt gebaut. Die zeige ich irgendwann anders mal. Jetzt habe ich keine Lust. So, wir gehen mal lieber nochmal zu Konji. Besuchen. Da sehe ich ja jetzt, ob du schon wieder was gemacht hast in der Zwischenzeit. Ich bin momentan nur dabei, irgendwas sinnlos wegzureißen hier. Ja, natürlich. Weil du Obdachlose suchst. Ja, du willst halt auch welche, du bist halt neidisch. Das ist doch ganz klar. Ja, ein bisschen, ja. So, okay, die Stadt ist immer noch riesig. Wobei, die Gebäude haben sich, glaube ich, schon vermehrt nochmal. Ganzes Stück. Ja, gut, ich bin jetzt von, weiß ich, 60 auf 80.000 Einwohner. Aber wie gerade schon mal gesagt, habe ich die Straßen falsch gesetzt. Und dementsprechend wird da wohl nicht mehr allzu viel kommen. Ach du, ich war in meiner anderen Stadt schon auf 110. Und da stehen weit weniger Gebäude wie bei dir. Okay, mach wohl. Also es kann schon, wobei du hast, warte mal. Nee, du hast eigentlich gar nicht viel Gewerbegebiet. Hm. Nö. Ein bisschen was habe ich nur. Okay. Gut, da hast du jetzt dann, ja genau. Ja, naja, gut, okay. Okay. So, was soll ich jetzt bauen in der Landhege? Was soll ich tun? Zur Not Clubs bauen. Ein Stripclub oder sowas. Das kann man? Immer. Wo? Weiß ich nicht, aber irgendwo am besten. Ich kann nur eine Spielhalle bauen. Spielzentrale, Sci-Fi-Kino, Nobles Casino. Oh. Oh. Ich bin Nobles Casino. Uiuiuiui. Ach, es kostet 1500 die Stunde, was soll's? Meine Universität kostet mehr. Gut, also, das ist sehr anstrengend hier. Ein bisschen, ja. Ja, das ist alles. Ja. Wobei, was mich persönlich so aufregt ist, dass ich da auf meine zweite Stadt nicht mehr zugreifen kann. Da sagt er mir immer noch, Berechnungen für diese Stadt laufen. Ey, das Spiel ist stellenweise so zum... Okay, ja, das ist wirklich auch übel. Weil da, ja. Ich meine, das Spiel war nicht gerade billig. Und dann sowas ja, ist ein bisschen... Sollte dann schon erwarten, dass es auch funktioniert, ne? Aber gut, dass sie mal Serverprobleme haben, da will ich gar nicht so sagen, das ist ja okay. Aber sowas muss eigentlich nicht sein. Ja, also Diablo 2 all over again plus Speicherprobleme und so, ist schon nervig. So, ich habe mir jetzt einfach nochmal ein zweites Depot gekauft, weil mein erstes die ganze Zeit voll ist. Also ich baue gleich nochmal einen zweiten Recyclinghof, damit ich noch mehr Geld verdiene und noch mehr Macht angreifen kann. Aber jetzt denk mal nach, es funktioniert ja nur, weil irgendjemand die Produkte liefert. Aber wer liefert die Produkte? Ich, was? Ich, du lieferst weiß. Die Produkte, zerlegst sie und verkaufst sie. Aber woher bekommen die Ressourcen dieser Produkte? Das ist doch absurd. Also ich kann dir jetzt gerade nicht so ganz folgen. Also du meinst jetzt, woher die recycelten Produkte kommen, oder wie? Ne, woher kommen denn die Produkte zum Recyceln? Ja, du hast doch Industrie. Ja, aber woher bekommt die Industrie die Rohstoffe? Jetzt sag nicht durch dein Recyclingwerk. Auch. Wobei,
kennst doch sicherlich Raumschiff Enterprise, oder? Die haben da, die haben da überall solche ich glaube, die heißen Replikatoren oder sowas. Ah ja. Da geht's hin so und dann brrrt, ist das Essen da zum Beispiel. Und so machen die das sicherlich auch, keine Ahnung. Tüt, tüt, tüt und brrrt. Okay. Ja, richtig. Kannst du. Ich hätte auch gern tüt, 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 brrrt. Wer hätte das? Und spontan hat's bei mir tipp, 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 brumm gemacht. Na? Alles klar. Ja. Alles klar. Verstehe schon. Baust du bei dir eigentlich Kohle ab? Nein. Scheiße. Brauchen wir Kohle unbedingt? Nein. Und weg. Weg. Warum sollen wir Kohle brauchen? Achso, du meinst wegen dem Weltdings? Glaube ich nicht. Weil nämlich, da kann ich nämlich einmal hier... Was wollten wir denn überhaupt? Hatten wir uns nicht schon auf irgendwas festgelegt? Ich glaube schon, ja, aber ich... Aber der Kunden, Schüler, Studenten, da brauchen wir Metall, Lackierung und Kiste mit TV-Geräten. Ja, das wollte ich eigentlich so weit in Angriff nehmen, weil nämlich die ganzen Komponente für die TV-Geräte kriege ich aus dem Recycling raus. Genau, und ich wollte mich um Metall kümmern, quasi. Stahl. Modo. Was aber zugegebenermaßen nicht so ganz klappt hier. Naja, egal. Achso, muss ich auch verkaufen. Das ist gut, oder? Ich soll ja auch die Sachen verkaufen. Anstatt nur... Das ist schön, ja? Ja, das wäre schon... Ein Traum. Was sind das? Die Fonge. Bam, Schild. Im und Export. Import. Naja gut, man sagt ja Import, nicht in. Nee, du musst, um es zu verkaufen, musst du alles, weiß ja wohl, exporten. Naja, mach ich schon. Ach so, Entschuldigung, naja. Ich exportiere. Ich exportiere hier wie ein Weltmeister. Schön, schön. Es ändert zwar nichts daran, dass meine Lager die ganze Zeit voll sind, aber... Ja, die verkaufen nur einmal alle Stunde. You know? Achso, das heißt, ich brauche auch wirklich mehrere Depots, Handelsdepots. Also ich hab jetzt momentan eins und das ist definitiv zu wenig. Trotz dass ich den Wagen Umschlagplatz habe, ist das definitiv zu wenig. Okay. Ich hätte wohl nochmal ein bisschen nachrüsten müssen. Aber es ist ja ein bisschen schwachsinnig, wenn wir jetzt beide auf die gleiche Spezialisierung gehen. Ja, machen wir ja nicht. Ich muss bloß das verkaufen, damit ich irgendwie was in der Metallzentrale da freischalte. Ach so, okay. Okay. Entschuldigung, dass ich dich... Ja, ich find's jetzt schon auch ein bisschen unverschämt und geh in die Ecke. Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung und... Steh auf und geh in die Ecke. Nein. Schade. Was ist denn das? Brauch doch kein Windkraftwerk, wenn ich ein Atomkraftwerk habe. Abreißen! Ah, jetzt bin ich. Voll der Öko. Ja, hier Atomkraftwerk, scheiße. Abreißen den Mist. Ich habe doch ein Windkraftwerk. Und jetzt. Oh, weg, du scheiß Windkraftwerk. Ja, ich meine. Du meinst, ja? Ich wollte ja hier so eine Öko-Karibik-Insel aufziehen, aber dieses Spiel nötigt mich dazu, alles mit Umweltverschmutzung voll zu hauen und der größte Sünder der Welt zu werden. Ich hab's ja an der anderen Stadt gesehen. Du hast keine Chance, wenn du nicht irgendwie Dreck produzierst. Ja, so wie es auch muss. Das ist so unrealistisch. Was für Werte vermittelt einem das Spiel eigentlich? Lass uns darüber doch mal reden. Gut, dass wir darüber geredet haben. Fünf, würde ich mal so sagen, ne? Fünf? Okay. Fünf, ja. Wobei, nur mal ne andere Frage. Ich bin wieder. Nee, schon gut.
Ja, ja, okay. Egal, hallo. Hi! Wie geht es dir? Was machst du da? Ist dein Atomkraftwerk zufälligerweise ein bisschen geöffnet? Huch, ist hier lauter Smog oder ist so gelblich? Also, ein Atomkraftwerk kann kein Smog verursachen. Na, ich meine doch auch nicht das Atomkraftwerk, das Smog verursacht, sondern halt allgemeine Luftverschmutzung. Kann ein Atomkraftwerk auch nicht, weil da nämlich nur Wasser rauskommt. Kein Mensch redet von dem Atomkraftwerk. Du bist der einzige Mensch. Du hast gesagt, ob es offen ist. Ja, ob es offen ist, weil du so komisch bist. Also ich bitte dich, Lassamt solltest du mich kennen, oder? Ja, eben. Ja. Ja. Ja, also, aber. Aber sowas lieber. Von hier. Aber. Mein Lieber. Hier. Ha? Servus, mein Lieber hier. Ja. Ich bin der Dommi, hallo. Also, echt? Ab und zu komm ich mir mal so vor, ja? Okay. Wobei ich sage ja immer wieder, ich bin nicht ganz alleine in meinem kleinen, zierlichen Körper. Du, irgendwelche Tierchen, die du dir in den Popo steckst, zählen nicht. Du bist doch nur neidisch, weil ich's kann, oder? Schon ein bisschen. Willkommen beim Let's Play für Erwachsene. Wobei, ich hab's ja vorhin schon mal in der geschrotteten Aufnahme gesagt, wir können ja nur froh sein, dass es hier kein PvP gibt. Ja. Dann würde ich vielleicht ein bisschen ganz anders abgehen. Wobei, ich warte ja schon drauf, dass du noch ein bisschen abgehst. Ist schon okay. Also SimCity ist so entspannt. Das ist so, also das ist so easy going. Ich würde so gern den Godzilla jetzt bei dir loslassen. Ja gut, den könnte ich, aber nee. Das können wir gerne machen, sobald ich die neue Grafikkarte habe. Musst du da eine Aufnahme bei dir starten und irgendwann in einer der Aufnahmen, die wir machen, ja, machst du auch eine Aufnahme und lässt den Godzilla bei dir los und schreist rum. So dass ich es nicht weiß, warum. Ach ne, ist egal. Das war jetzt viel zu kompliziert gedacht, das versteht jetzt wieder keiner. Ich hab dich verstanden, aber du weißt auch, dass ich auf Kommando nicht so abgehen kann. Okay. Wobei, vielleicht komme ich ja irgendwann nochmal in die misslige Lage und kaufe nochmal Guild Wars. Da kann man ja PvP machen. Da könnte es dann vielleicht sein, dass ich nochmal. Ja, also du hast mit Sicherheit viel Spaß. Naja, Spaß, ich weiß nicht. Ich kann mich noch genau dran erinnern, wie das denn bei hier Alot war. Wo denn stellenweise die nette Nachbarin von oben runtergekommen ist. Es sind Guild Wars ganz anders, weil wenn du im Welt gegen Welt PvP einen Weg entlang läufst und dann auf einmal stirbst und hinterher 50 Leute vor dir siehst, dann weißt du, da kannst du doch nicht schreien. Das ist doch fast wie SimCity spielen. Entspannung pur. Ich glaube nicht, wa? Vertrau mir. Nein. Okay, dann nicht. Nein. Nee, aber ich hatte es damals wirklich jetzt das Öfteren, dass dann die nette Nachbarin von oben nachts runtergekommen ist und meinte, ja, könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser sein? Ich versuche zu schlafen. Ich hab doch morgen Frühschicht. fand sie nie ganz so witzig. Warum nur? Kann ich gar nicht verstehen, weil das ist doch. Also. Hui! Also, dieses Drehen, wenn man da einfach die Kamera die ganze Zeit dreht, ist auch witzig. Vor allen Dingen, ich stell mir das sehr witzig vor, wenn man schon gepflegt einen im EMT hat. Ja. Dass man dann so ein bisschen. Genau, das meinte ich auch gerade. Also das. Ich sehe, wir verstehen uns ein bisschen, ja? Mhm. Ich meine, nicht, dass ich jetzt sagen will, dass ich irgendwie ein Problem mit Alkohol habe, halt nur ohne.
Ja, ich würde es nicht. Das, also, nee. Ich merke, ich war immer älter. Und Alkohol wird immer seltener und unwichtiger. Das war ganz schlimm. Ganz schlimm. Jetzt nicht wegen dir, aber hier, okay, nee, ist klar. Ja. Nein. Ja, nee. Entschuldigung, nein, ich wollte dich jetzt nicht auslachen, ich lache wegen was anderem. Ich habe gerade so ein komisches Verbrechersymbol draufgeklickt, da steht denn, mein Vater hat mich nie wirklich geliebt. Ich glaube, ich starte eine Verbrecherkarriere. Ein Traum. Schön. Solche Leute brauche ich. Genau solche Leute suche ich in meiner Stadt. Die müssen nur Terror machen. Ey, ich schicke mir selbst kein Wasser mehr. Das kann aber nicht angehen. Ich muss mal eben die Stadt, glaube ich, wechseln. Mir da mal weniger Wasser wieder rüber schicken. Unverschämtheit. Das dauert ja Jahrzehnte mit dieser Metallzentrale, bis da was verbessert wurde. Naja, naja, naja. Ach, immer diese Simeons da, die man zu wenig hat. Hast du jetzt was Neues? Da fährt ein Schiff bei dir. Da fährt ein Schiff. Wo fährt's denn hin? Beobachte es jetzt mal. Das ist die Costa, ist das. Die Costa? Ja, ja. Die will gleich winken und fährt dann auf dem Riff. Okay, ja, sieht gut aus. Nee, jetzt tuckert sie ein bisschen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, die dreht nur einmal im Kreis. Oh nein. Ja, die fahren hier alle wie... Die fährt unter der Brücke durch hier. Wahnsinn. Ich habe mir gerade übrigens ein zweites Recycling-Center gebaut, dass ich noch ein bisschen hier... Das gucke ich mir gleich mal an. Noch einmal gucken hier, was du da machst. Vor allen Dingen, jetzt fahren die alle. Hä? Komisch alles. Jetzt hast du schon ein zweites Atomkraftwerk. Uiuiui. Da ist doch mal Zeit für Erdbeben. Vor allen Dingen, bei mir stehen. Ich weiß nicht, wie viele, aber mindestens 8 hier von meinen Müllwagen irgendwie dumm in der Ecke rum. Ich weiß nicht, was sie da machen. Sehr eigenartig, weil deine Straßenbelastung sieht eigentlich okay aus. Oh nee, die stehen irgendwie im Stau mit, weiß ich, 25 Bussen und Polizei, Feuerwehr und ich weiß nicht, warum die da stehen. Ach, der Verkehr geht doch. Also ich vielleicht glaube ich, keinen sieht das Unfall bei dir schlimmer aus wie das, was ich sehe. Also das, was ich sehe, da war jetzt nicht so viel Stau. Hey, bei mir ist es schon ein bisschen übel. Okay, was nehmen wir uns für die nächste Folge vor? Weltherrschaft. Bis dahin habe ich auf jeden Fall mal die Metallzentrale. Und du willst die Weltherrschaft. Ich glaube, eins der beiden Ziele werden wir schaffen. Ich fürchte deins. Ja, fürchte ich nicht. Okay, bis demnächst. Schönen Abend noch.